Willkommen zurück zu einer neuen, super coolen Folge Food Truck Simulator. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die coolen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter natürlich und wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach nur bewerten oder einen kleinen Kommentar schreiben. So, ich habe jetzt hier einmal Prestige hochgespielt und dabei auch das nötige Geld verdient, denn es war wirklich nur noch Kochen. Ja, wir mussten wirklich die Gerichte, die wir jetzt gelernt haben, einfach nur noch ohne irgendwelche Besonderheiten zubereiten. Das war jetzt alles, was wir hier zu erledigen hatten. Und ja, ich fand es jetzt nicht so spannend, weil es wären vielleicht 3, vielleicht 4 Folgen gewesen, wo ich einfach nur halt gekocht hätte. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel hier. Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen und an sich macht das auch wirklich super viel Spaß. Ja, du machst hier dein Essen, die Story war auch ganz nett, aber irgendwie fühlt es sich halt echt unfertig an. Es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Klar, du kannst hier so ein paar Autoteile finden. Es gibt auch 6, 7 Motive. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht. Ich bin hier ein bisschen dagegen rumgecruised und habe mich ein bisschen umgesehen. Und es fehlen vielleicht noch 2, 3 Motive. Aber so viel habe ich echt nicht entdeckt, als ich jetzt hier Prestige 4 erspielt habe, beziehungsweise 5. Weil das Geld brauchte ich und Prestige ging schneller. Und ja, ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie unfertig an. Auch die Story ist super kurz. Wenn man es mal zusammen komprimiert und jemand sagt, ey, ich will da ein bisschen Story und Unterhaltung, dann hast du vielleicht 2 Stunden. Das ist echt wenig. So, was soll ich denn machen? Ich mache erstmal hier American. Fangen wir mal hier drüben an beim Koch-Wettbewerb. Ladies and Gentlemen, welcome to our annual Food Truck Competition. This is the moment you've all truly been waiting for. Live from the sold-out Westside Port Mariners Arena. It's time for the competition grand final. Please welcome our 3 participants with thunderous applause. Wait, what? It's him again? I can't believe it. We have a score to settle, Dennis, and we're settling it here and now. Let's see who's better. No dirty tricks. Okay, now it's time to present the rules of today's final. To begin with, participants must stock up on products using the store panel available on the tablet at their food trucks. Using the store panel for free is possible only for the first time. If the participant decides to request more supplies, it will cost him points. Every dollar earned means 1 point in the classification. The participant who best fits the tastes of the customers and sells the most high-quality dishes wins the competition. So, let's get started! Are you ready? Are you ready? Willkommen beim Wettbewerb. Der Wettbewerb beinhaltet Runden von 12 Minuten Kochen. Vor dem Betreten der Arena kannst du wählen, welche Art von Küche du anbieten möchtest. Kaufe Zutaten im Shop-Panel, im Foodtruck. Die erste Bestellung ist kostenlos. Du hast 45 Sekunden, um die Bestellung zu tätigen. Jede weitere Bestellung kostet 50 Punkte. Du hast nur 30 Sekunden, um Zutaten zu kaufen. Jeder verdiente Dollar bedeutet einen Punkt in der Klassifikation. Du musst mehr Punkte sammeln als die anderen Teilnehmer, um zu gewinnen. Alright. 3, 2, 1, start! Gotta be quick. 1, 2, 3, 4. Gas, Doppelzwiebel, Pommes auf jeden Fall. Fett. Das. Pizzateig. Moment, das kannst du ein bisschen reduzieren. Da ein bisschen Plus. Mozzarella auf jeden Fall auch viel. 1, 2. Bestellen. Boah, brauche ich auch Sushi-Kram? Ich weiß es nicht. Ich bestelle. Obwohl, nehmen wir mal eine Packung. 1, 2. Und 1. Und nochmal Fritten.
Let's go. So. Kühlschrank. Looks like I have everything. Time to cook. Moment, das konnte ich nicht einräumen. Ah doch, ist alles drin. Oh, das wäre jetzt echt übel gewesen. So, ein Traumburger will der Typ direkt. Ach du heilige Kacke. Wo ist mein... Hier. Der Grill ist an. Wie viel Fleisch? Oh, boah, drei Aufträge. Fleisch. Nochmal Fleisch. Nochmal Fleisch. Und nochmal Fleisch. Und wir brauchen Bacon. Dann benötigen wir Putz. Brötchen. Super viele Brötchen. Schwupp. Eins. Zwei. Nächste Reihe Brötchen. Und schwupp. Eins. Zwei. So. Er will Fleisch gut durch. Okay, und Fleisch gut durch. Okay, ich mache erstmal eine gut durchladung. Sein Speck will er auch gut durch. So, gut durch. Da ist das Brötchen drauf. Burgerschachtel rein. So, das ist gut durch. Das ist gut durch. Das ist gut durch. Das ist gut durch. Brötchen drauf. Rein. Burgerschachtel. Brötchen drauf. Brötchen drauf. Tomaten. So, rein. Das braucht noch einen Moment. Ich habe nur eine Scheibe Tomate rausbekommen. Ey, ab und zu das Schneiden, ne? So, legen wir mal los. Fleisch gut durch. Bams. Bacon gut durch. Bams. Tomate. Bams. Zwiebel, Käse, Mayonnaise. Wo sind meine Soßen? So. Ketchup. Mal auch mal rein. Zwiebel. Eins, zwei. So, Zwiebel, dann Käse und Mayo und Deckel drauf. Und hier schon mal Bacon drauf. So, das ist, wir machen jetzt erstmal Bestellung 1. Bumm. Dann will er einen gut durch Burger noch hier. Mach schon mal einen Burger noch drauf. Brötchen her. Schneiden wir auch schon mal. Zack. Schwupps. Schwupps. Einen weiteren gut durch Burger mit nichts. Und damit ist hier eins durch. Alter, wie sind die anderen so schnell? Ich bin jetzt bei 19. So, der nächste. Schachtel und Schachtel. Der will mit Mozzarella seinen Burger. Gewagt. Will auch gut durch. So. Dann machen wir hier mal Medium. Das ist gut durch Fleisch. Er will Mozzarella Käse. Der will viel Käse. Käse 1. Käse 2. Mozzarella. Und dann will er Fritten. Jetzt kommen ja nicht mal die Pommes zum Einsatz. Wo sind meine Pommes? Wo zum Geil sind meine Pommes? Alter, hier drin? Stimmt mit euch nicht. So. Muss die Mozzarella schneiden. Alter, die anderen sind ja brutalinski gut. So. Käse. Käse. Ketchup. Brötchen. Brötchen, 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 Brötchen. Brötchen hier. Alter, wie gut sind die anderen? Ist mal ganz im Ernst.
Dennis ist ja voll die Maschine. So, danach werden wir noch fritten. Frittiert, ne? Ja. Ja, dann machen wir länger. Mit Senf. Igitt. Wo ist mein Senf? Alter, es ist alles durcheinander. Hier. Eins, zwei. Nein, ich habe aus Versehen zwei Kleckse. Der braucht ja nur einen. Brötchen runter. Deckel drauf. Das war die zwei. Die zwei und raus. So, die kannst du rausholen. Burgerschachtel. So, jetzt, wo ist die 3? Good job. Der will Medium, Medium, Medium. Bacon gut durch. Knusprige Pommes mit Mayo. Mayo. Tüte 3. It's only you and me, Dennis. So, warte, warte, warte. Medium Fleisch. Haben wir schon Medium? Nee, aber der Speck ist jetzt gut durch. Dann brauche ich noch Tomate. So, Medium. Wieder 2 Scheiben Fleisch. Dann den gut durch Speck. Dann Tomate muss ich schneiden. Tomate. Käse. So, habe ich nochmal gut durch. Speck und ab in die 3 und let's go. So, jetzt die 4. Ein Holzfällerburger. Okay, machen wir die Klöpse hier drauf. Super. Ja, Dennis dominiert immer noch. Und ein Baconburger mit Bacon gut durch. Habe ich noch einen Bacon gut durch. Wir machen aber trotzdem noch ein Bacon drauf. Brötchen, Brötchen, Brötchen. Dann noch die Brötchen sliden. So, geht noch eins drauf. Ja. Also, er will 2 Medium Fleisch. Haben wir 1 und 2. Hier liegt noch eins rum. Komm, gib Gas. Und einen roh gebratenen Klops. So, Brötchen. Brötchen. 1, 2. Scheibe Schinken, Bacon gut durch. Scheibe Schinken will er auch noch. Was die Leute alles auf ihrem Burger mittlerweile haben. So, hier ist nochmal gut durch. Das ist noch roh, aber das können wir gleich fertig machen. Messer, lass mich jetzt nicht hängen. Alter, jetzt funktioniert das Messer wieder so. Draufgekackt. So, Käse. Senf. Igitt. Knuspriges Brötchen. Und das ist Auftrag 4. So, ich brauche mehr Brötchen. Schwupps. Drauf auf den Grill, die Brötchen. Oh, der Typ fegt durch, ne? Der fegt einfach durch. Roh gebraten. Burgerschachtel. Roh gebraten ist es. Komm, gib Gas mit den Brötchen. Schwupps. Ist das das roh gebratene? Ja. Bacon. Und auch in die 4 und let's go. So, die 5 sind mal wieder Pommes und drauf mit dem Klops. You're amazing. Ich brauche mehr Brötchen. Schwupps. 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 Er will knusprig mit Mozzarella. Das ist die 5. So, gut durch. Habe ich hier noch einen, oder? Medium gebraten. Gut durchgebraten, ja. Rein, rein. Ketchup.
Und die 5 ist fertig. Alright. Leg die erstmal so hin. So, der nächste. Gut durch. Drauf. Faster, faster. Ja, ich gebe ja schon Gas. Kann ich mal den Grill putzen? So, gut durch, runter. Burgerschachtel 1, Burgerschachtel 2. Hygienestandards. Geht. Käse. So, und dann will der ein Bauernburger mit einem roh gebratenen Klops. Wie sieht mein Gas aus? Mein Gas sieht gut aus. Brötchen 1, Brötchen 2. So, der oben muss gut durchgebraten sein. Ups. Schwupps. Schwupps, wo ist der gut durchgebratene? Hier. Käse. Braucht den Deckel. Roh gebraten. Und der andere braucht Bacon gut durch. Drauf. Zwiebeln. Okay. Komm schon, gib Gas. So, das ist die 6. Nein! Schlecht. Oh, Mist. Oh, Mist. Egal, es hat mir... Oh, jetzt hab ich verkackt. What the hell? What the hell? So, wir machen die 7. Ich habe mich irgendwie verklickt. Im Rausch. Speck Medium. Was ist der? Roh. Eine Scheibe Käse und Burger Medium. Dann schon mal wieder... Warte, jetzt mache ich erstmal das hier fertig, sonst verrenne ich mich. Käse ist drauf. Deckel ist drauf. Und ab in die 7. Und jetzt müsste die 7 aber gut sein. So. Weiter geht's. So, die 8. Der will gut durch. Mozzarella, Käse, Käse, Ketchup und frittierte Fritten. Meine Fritten sind hier drin aus irgendeinem Grund. Ich habe gewonnen? Oh, Alter, das war aber auch Hustle, Baby. Das war Hustle. Gott, sehe ich kacke aus, ne? Ich wünschte, ich könnte meinen eigenen Charakter designen, aber ich sehe aus wie ein Idiot. Ich sehe aus wie ein Vollidiot. I can stare at this endlessly. His last photo with the trophy. He was so happy, so proud. Back then I thought it was something I would never get. But I understand it now. I won't forget this feeling for the rest of my life. I hope you're proud of me. I've come to love what I do as much as you did. It's time to continue this. But this time, I'm doing it for myself as well. And there's a lot of work ahead of me. Let's go! Neue Quest, Epilog. Hello there, champion. Clara, it's always good to hear you. Are you rested? Those were intense days with lots of celebration. Yeah, really intense. But I feel ready to come back to the business. Happy to hear that. Westside Port is open to you. You can cook wherever you want. Don't forget to take care of your truck and garage. But that's not everything. You always have something for me. That's my role. Check out the new opportunities offered by the city on your PC. And have fun, kid. See you later. See you, Clara. Okay, ich kenne jetzt hier noch ein bisschen meine Garage dekorieren. Boah, das ist ja richtig hässlich. Hier im Spielhalle. Ja, ganz nett. Es gibt dieses Tron-Thema. Kennt ihr überhaupt Tron? Ach geil, ich kann meine Bude zu einer Spielhalle machen. Ja gut, dann muss ich jetzt auch noch die Wände machen. Dann lebe ich in so einer futuristischen Spielhalle. Time to go. So, ausrüsten, ja. Ausrüsten. Ausrüsten. Und ausrüsten. Auch hier, zack. Ausrüsten. Ausrüsten. Ausrüsten.
Dann machen wir hier noch weiter. Mal sehen, wie es aussieht. Dann laufen wir noch einmal durch. So. Und natürlich hier noch. Ja. Ist ausgerüstet. Jo. Jetzt habe ich hier voll die... Ah, hier oben ist leider nicht drin. Voll die hyper abgespacede Anlage. Auch so die Treppe und so. Das ist schon... Es ist schon cool, ja. Aber es kommt auch irgendwie alles ein bisschen zu spät. Am Ende kriegt man dann noch das hier und man kann sich auch irgendwie alles direkt holen. Also an sich, Konzept geil. Es macht auch Spaß, Sachen zu brutzeln, Kunden zu bedienen und so weiter und so fort. Aber ich finde so ein Spiel, ich meine besonders, weil sie halt schon sehr viel Erfahrung haben, ich meine Gas Station Simulator war ein erfolgreiches Spiel. Und es ist dieselbe Engine. Es ist wirklich dieselbe Engine, es sind dieselben Figuren. Ja, die Frauen, die man hier bedient, sind auch die Frauen aus Gas Station Simulator. Elon Musk fehlt, aber vielleicht rennt er auch irgendwo rum, was weiß ich. Also es ist im Endeffekt alles wie in Gas Station Simulator, ja. Aber da hätte man viele Elemente einfach draus klauen können. Zum Beispiel die Garagennummer. Das ist wirklich nur diese Aktion, dass du eben Dreck wegspülst. Was anderes ist es nicht. Du kannst nicht einen kleinen Kassenjob oder sowas haben, wo du übers Fließband ein paar Dinge und so ziehst. Und es kann mir keiner erzählen, dass das nicht möglich wäre. Und dass das zu komplex und so weiter und so fort ist. Weil, wie gesagt, selbe Engine, selber Baukasten, selbe Designs von vielen Dingen. Wieso sollte man dann nicht aus seinem eigenen Spiel ein bisschen was stibitzen können? Besonders, weil alles in einem Kosmos ist. Es ist ja alles offiziell in einem Kosmos. Hm. Ja, also es hat für mich so ein bisschen faden Beigeschmack. Ich finde, da fehlt es an Content. Ich hoffe, da kommt mehr. Wenn ja, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Man kann jetzt halt noch einen Pizza- und einen Sushi-Wettbewerb machen. Ja. Ja. Ist ganz nett, aber wie gesagt... Aber es sieht cool aus. Also hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Auch so das Design des Trucks. Können wir auch nochmal ganz kurz reingucken am Ende. Habe ich auch gedacht, das geht ein bisschen mehr. Ich bin, wie gesagt, durch die Stadt durchgefahren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier noch ein paar Designs gibt. Ja, wir haben noch potenziell Platz. Hier habe ich fast alles gefunden. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwann scrollen kann und so weiter und so fort. Ne? Also es könnte sein. Aber wenn, da ist es extremst gut versteckt. Ich kann das mal anbringen. Und ja, da wäre auch alles einfach, da wäre einfach ein bisschen mehr. Ich kann jetzt auch hier meinen Preis oben drauf machen. Was ich ein bisschen doof finde, das wurde so angeteasert, dass man oben, hier kann ich auch die Rückblenden nochmal anpassen, dass man oben auf den Truck zum Beispiel ein riesiges Hotdog machen kann oder sowas, ne? Und das geht anscheinend gar nicht. Und das finde ich schon mal ein bisschen schade, weil es so suggeriert und angeteasert wurde. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, oder dass man sich vielleicht auch im Nachhinein nochmal umentscheiden kann. Ey, ich hätte gern doch einen anderen Truck. Oh, das ist cool. Und dass man sich den dann irgendwie kaufen kann, dass es irgendwo einen Mechaniker gibt oder sowas. Dass man ein bisschen was halt machen kann. Ja, das hätte ich mir einfach gewünscht. Auch so hier, was die Aktualisierung angeht, da gibt es auch nicht wirklich viel. Zum Beispiel, das ist immer noch gesperrt. Ich weiß nicht, wie ich das erreichen kann, weil mein Prestige ist zu niedrig und 5 ist Maximum. Weiter geht's gar nicht. Ist wahrscheinlich ein bisschen verbuggt. Ja. Gut, Freunde, das war's. Nette Bude. Wir sind der Champion. Wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt und ich mag das Spiel nicht falsch verstehen, wenn es da mehr Content geben sollte, wo ich sage, okay, das ist geil, das will ich erleben, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch ein paar DLCs und so weiter machen, sobald es dann mal wieder ein paar große YouTuber aufgreifen und vielleicht wird es dann auch mehr von den Leuten gespielt, weil Gas Station Simulator hat ja den ähnlichen Effekt, wobei ich halt sagen muss, das ist deutlich das coolere Spiel gewesen, obwohl das hier eine Menge kann. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hattet ihr ein bisschen Spaß damit. Auf Wiedersehen und tschüss.